Moin Leute, da sind wir wieder. Peter hier. Wir stehen vorm fünften Boss, beziehungsweise vor dem Bossen. Ja, das sind nämlich unsere guten Albtraumdrachen, Isondre, Smaris und... Ja, mir fällt der Name vom letzten nicht ein. Lässt sich aber rausfinden. Drache des Albtraums. Ja, Isondre, Smaris, Laethon und Terra. Genau, in der Regel sind es drei davon. Die Zumindest im Quelle des LFR. Lebens wurden durchtrennt. Ich werde Die mit zur linken Träumer Gruppe gehen müssen und gerecht das mit den werden. Gruppen werde ich euch jetzt erklären. Jeder Drache davon Hoffnung ist ein gibt Geräusch einen für die Debuff. Seele. Dieses Dieser Land Debuff ist stackt verdorben bis zu und 10. Ja, verseelt. wir haben es hier, Mal von Isondre. Beim Erreichen von 10 Stapeln wird man für 30 Sekunden betäubt. Gleich zu wirkend wie Wipe. Deswegen tankt man diese normal auseinander. Weil Smaris gibt einen anderen Debuff. Ihr seht's, hier stacken jetzt schon beide. Und jetzt checken es die Tanks so langsam auch, dass man die auseinanderziehen sollte. Ganz einfach, weil bei 8 Stapeln spotten die Tanks gegenseitig die Drachen ab, wechseln damit durch die Camps, damit stackt der Debuff nicht höher. Was ganz einfach den Vorteil hat, dass. Dass man nicht betäubt wird. Ah, sorry, ich musste mich mal gerade konzentrieren, weil ich nicht an den Tank rangekommen bin zum Heilen. Ja. So. Ihr seht's hier, er steht ganz knapp schon out of range von hier dem. Wie gesagt, die Sache ist, dieser Stack baut sich nach einer Zeit natürlich wieder ab. Ein Drache wechselt ab und zu mal durch, gibt dann einen anderen Debuff. Aber wichtig ist, die zwei Grunddrachen immer abzuwechseln. Ja, wie gesagt, der dritte Drache, der kommt dabei. Terras Schirm, ihr seht's hier. Mal von Terras deckt auch. Das war so vorhersehbar. Jetzt wird durchgeswappt, hoffentlich. Sonst muss ich mich da gleich mal. Ah ja, jetzt. Aus der Affäre ziehen, wollte ich gerade sagen. So, jetzt sind wir in der Nähe von Isondre. Jetzt seht ihr auch, Mal von Isondre stackt. Es macht Schaden. Und ja, wie gesagt, auch hier ist es beim Erreichen von 10 Stapeln betäubt. Und wenn der Raid betäubt wird, könnt ihr davon ausgehen, dass es einen Wipe gibt. Ansonsten spawnen hier noch so Blumen. Die looten ein bisschen, machen ein bisschen Schaden. Ich zeig's mal, wenn man sich reinstellt. Da gibt's einen Debuff. Und ansonsten ist das Ganze eher unspektakulär. Ich bin heute nicht ganz zur Rede gewandt. Ich war gerade eben im Fitnessstudio. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Ich habe hier den Teil nicht direkt nach dem ersten Teil aufgenommen. Zwischen den Teilen, wie gesagt, war ich mal im Fitnessstudio. Ich muss mal ein bisschen raus, muss mal ein bisschen mich verausgaben. So, 6 Stacks. Ja? In 2 Stacks sollte also wieder rüber gespottet werden. Wichtig ist auch hier wieder, wie bei jedem Drache, daneben stehen. Davor wird geklieft, dahinter verteilt sich der Schwanz. Hier haben wir wieder die typischen AFKler, die einfach doof rumstehen, bis sie merken, oh, die Leute sehen mich. Mist. So, ich habe jetzt 8 Stacks von Isondre, das heißt, ich stelle mich so weit wie es geht Richtung Smaris. So, natürlich nicht direkt davor aufgrund des Cleaves, ich habe es eben angesprochen. Tretet vor, Träumer, so. Und fordert eure Ansonsten nicht viel zu tun. LFR ist immer relativ angenehm, deswegen habe ich mir auch den genommen, um die Bosse zu erklären. Der Boss sollte jetzt liegen. Ja, jawohl, da habe ich es gerade schon angesprochen. Ich danke euch fürs Zusehen. Sollte es Fragen geben, wie immer in die Kommentare. Ansonsten Daumen hoch und ja, wir sehen uns gleich beim letzten Boss. Ciao.